Im letzten Video haben wir in PacketRacer einen dedizierten DHCP-Server konfiguriert, der zwei PCs mit IP-Adressen versorgt hat. Wir haben es hinterher auch überprüft, das hat soweit alles funktioniert. Und was wir in diesem Video mal machen wollen, ist uns diesen Vergabeprozess mal im Detail anzugucken. Also wie kommt eigentlich so ein PC an seine IP-Adresse? Der Ablauf von DHCP besteht im Wesentlichen aus vier Paketen. Und zwar geht im ersten Schritt ein Rechner, Host, Client, PC, whatever, hin und schickt einen sogenannten DHCP-Discover. Das heißt, er geht aktiv hin und verschickt ein Paket, was dann eben DHCP-Discover heißt, in dem sinngemäß sowas drinsteht wie: Hallo, gibt es in diesem Netzwerk hier einen DHCP-Server? Und wenn ja, wäre der so freundlich, mir mal eine IP-Konfiguration anzubieten. Dieses Paket erhält dann in letzter Instanz hoffentlich der Server. Wenn das nicht passiert, aus irgendwelchen Gründen, passiert natürlich gar nichts. Aber nur mal angenommen, es gibt einen DHCP-Server und der kriegt jetzt so einen DHCP-Discover. Dann geht er hin und sendet seinerseits einen sogenannten DHCP-Offer, also ein Angebot. Angebot heißt, da steht eine IP-Konfiguration drin mit dem Hinweis: Ey, lieber Anfragender, wenn du möchtest, kannst du diese IP-Konfiguration gerne benutzen. Dieses Offer gerät natürlich dann in irgendeiner Art und Weise zu dem PC 0. Der kriegt dieses Offer und sagt: Jo, alles klar, würde ich ganz gerne nehmen. Und schickt seinerseits jetzt einen sogenannten Request weg. Request finde ich etwas ungünstig in der Übersetzung. Also es ist ja eine Anforderung. Das ist im Grunde meiner Interpretation nach eher eine Bestätigung. Also gewissermaßen bestätigt der PC, dass er dieses Offer annimmt. Warum man das dann Anforderung nennt, weiß ich nicht, finde ich nicht so gelungen. Aber okay. Diese Anforderung, dieser Request, erreicht dann den Server. Der weiß dann also: Okay, mein Offer wurde angenommen. Und jetzt geht der Server in dem letzten Schritt nochmal hin und bestätigt das nochmal. Macht also ein Acknowledge, was hier heißt wie Bestätigung. Und bestätigt, dass er zur Kenntnis genommen hat, dass sein Offer angenommen wurde. Dieses Acknowledge kommt dann wieder irgendwie zurück zum PC. Und ab dem Punkt hat der PC dann seine IP-Adresse. Das sind also diese vier Schritte, die hier abgelaufen werden. Also nochmal zusammenfassend: Hallo, gibt es hier einen DHCP-Server? Wenn ja, kann er mir mal bitte eine Info schicken. Server geht hin und sagt: Jo, alles klar, hier hast du ein Offer. Da steht eine potenzielle Konfiguration drin. Wenn du willst, kannst du sie nehmen. PC sagt: Jo, alles klar, nehme ich. Server sagt: Alles klar, habe ich zur Kenntnis genommen, mach. Und dann hat der PC seine IP-Konfiguration. Das Ganze wollen wir uns jetzt einmal im Detail angucken, und dafür gibt es im Packet Tracer sehr hilfreich, wenn man weiß, wie man damit umgeht, den sogenannten Simulation Mode hier unten rechts. Der funktioniert im Prinzip so, dass hier jetzt die Zeit angehalten wird und jedes Paket, was hier irgendwie ausgelöst wird, angezeigt wird, und das kann man dann schön verfolgen. Solltet ihr damit arbeiten wollen, hier gibt es eine Filterfunktion unten. Das ist manchmal ein bisschen dumm. Also zunächst mal werden alle Pakete angezeigt, und wenn man sich jetzt zum Beispiel nur mit DHCP beschäftigen möchte, dann kann man alle anderen ausblenden. Das macht man hier über Edit Filters. Ich jedenfalls blende jetzt ausschließlich DHCP ein. Was mache ich? Ich gehe auf den PC drauf, der eine IP-Adresse haben soll per DHCP oder bekommen soll per DHCP, und sage ihm: Hallo lieber PC, mach mal DHCP. Wir sehen jetzt Requesting IP Address, und was hier passiert ist: Hier wird ein Paket verschickt oder gebaut. Dieses Paket hier ist jetzt genau dieser DHCP Discover. Man kann hier, das mache ich jetzt gleich nicht im Detail in jedem Schritt, man kann auf dieses Paket draufklicken und kriegt dann Informationen über dieses Paket angezeigt, nämlich zum Beispiel, dass es sich um ein DHCP-Paket handelt. Hier stehen dann Informationen, wohin wird das geschickt, an welche Adressen und Ports und so weiter. Und hier unten steht so als Kommentierung drin, was es denn eigentlich ist, nämlich dass das hier ein DHCP-Discover-Paket werden soll. Also ne, der Client konstruiert oder baut ein DHCP-Discover und schickt es weg. Im nächsten Schritt schickt das also weg und der Switch bekommt dieses Paket. Jetzt könnte man sich fragen, was macht der Switch damit? Die naive, intuitive Antwort wäre vielleicht, der schickt das weiter an den DHCP-Server. Das ist zwar nicht ganz falsch, aber es passiert noch mehr, nämlich folgendes: Der broadcastet das. Nochmal zur Erinnerung, ein Broadcast war eine Nachricht an jeden im Netzwerk. Das heißt, er leitet das an alle weiter. Das ist auch relativ leicht erklärbar, weil dieser DHCP-Discover den Server ja nicht explizit adressiert. Wie gesagt, das ist eine Erkundung. Kann man ja als Erkundung übersetzen, das Discover.
Das heißt, der PC 0 weiß nicht, ob es einen DHCP-Server gibt. In dieser Nachricht steht das meist drin, gibt es hier irgendwo einen? Und wenn er sagt, gibt es hier irgendwo einen, dann ist auch klar, an wen das adressiert werden sollte, nämlich optimalerweise an alle. Deswegen wird das hier als Broadcast adressiert, was man auch sieht, wenn man nochmal in das Paket reinklickt, denn es gab eine Broadcast-MAC-Adresse. Für die Leute, die es kennen, ist klar. Für die, die es nicht kennen, es gibt eine reservierte MAC-Adresse, die heißt, oder signalisiert jedem Switch im Netzwerk oder jedem Layer-2-Device im Netzwerk, nimm doch bitte dieses Paket und schick es an alle. Das ist dieses FFFFFFF hier. Vielleicht kennt man auch Broadcast-IP-Adressen, das sind diese hier, 255, 255, 255, 255. Das ist auch so, schick's an alle. Und aufgrund dieser Information hier geht der Switch hin als Layer-2-Device und schickt dieses Paket an alle Beteiligten im Netzwerk. Was man hier sehen kann, Server kriegt's, das hatte man erwartet. PC1 kriegt's auch, Router 0 kriegt's auch, hat man vielleicht nicht erwartet. Da die Dinger jetzt aber keinen DHCP-Server laufen haben, also mit dem DHCP-Paket, diesem Discover gar nichts anfangen können, xeniert einfach aus und schmeißen es weg. Kriegen also Traffic, den sie gar nicht haben sollen, oder? Nicht, damit nichts anfangen können. Verwerfen das also. Der Server hingegen verwirft es nicht, der hakt es ab, also nimmt es zur Kenntnis und verarbeitet das und geht jetzt im nächsten Schritt hin und schickt genau diesen DHCP-Offer, indem er sagt, jo, du hast mich nach einer IP-Konfiguration gefragt, hier steht eine drin, wenn du willst, kannst du die benutzen. Jetzt könnte man sich fragen, an wen schickt der Server das eigentlich? Der PC hat ja in dem Discover seine MAC-Adresse hinterlassen als Quelle. Jetzt könnte man annehmen, dass der Server das MAC-basiert an den PC 0 schickt, tut er aber nicht, sondern auch dieses Paket wird gebroadcastet. Das heißt, im Prinzip kriegt jetzt jeder im Netzwerk diesen Offer und kriegt also mit, dass so ein Offer verschickt wurde. PC 1 und Router 0 interessiert das herzlich wenig, die verwerfen es wieder. PC 1 und Router 0 so, interessiert es nicht, die verwerfen es wieder. PC 0 kriegt das und hätte es auch ganz gerne und geht jetzt im nächsten Schritt hin und antwortet mit Schritt 3, also DHCP-Request. Hier steht jetzt drin, alles klar, ich habe ein Offer bekommen, würde ich gerne annehmen, vielen Dank dafür. Und jetzt könnte man auch da überlegen, an wen wird das adressiert. Jetzt hat ja der PC 0 schon mal eine Nachricht vom Server bekommen, könnte also das Ding jetzt an den Server direkt adressieren, macht aber nicht, sondern broadcastet das auch. In diesem Falle sieht man wieder Router 0, PC 1, interessiert das nicht, die X'en aus. Der DHCP-Server kriegt das und weiß jetzt, okay, mein Offer soll angenommen werden. Perfekt, das bestätige ich jetzt nochmal im vierten Schritt mit einem DHCP-Acknowledge und hier das gleiche Spiel, auch der wird gebroadcastet. Also wir sehen bei dieser Form von DHCP, es gibt da noch Einschränkungen, auf die gehe ich jetzt nicht weiter ein. Bei so einem ersten DHCP-Vergabeprozess wird erstmal alles gebroadcastet. Das heißt, jeder kriegt es quasi im Netzwerk mit. Kann man jetzt gut finden oder schlecht. Es gibt Gründe, das zu machen, das hängt davon ab oder das hängt damit zusammen, dass es manchmal auch mehrere DHCP-Server im Netzwerk gibt und so weiter. Aber zunächst mal wird alles gebroadcastet. Ja, und jetzt in dem Moment, wo hier der Acknowledge angekommen ist beim PC 0, jetzt hat er erst seine IP-Adresse und kann jetzt mit der kommunizieren. Vorher hatte er die noch nicht. Erst wenn Bestätigung vom Server da ist, weiß der PC, alles klar, ich habe jetzt eine IP-Adresse und die kann ich mir jetzt auch anzeigen lassen und ich sehe, ich habe jetzt die 112.168.0.100. Das war quasi DHCP im Detailablauf.